wie auch immer. So, was wir wollen, ich will jetzt vielleicht erstmal wieder was essen. Dankeschön. Und dann würde ich ganz gerne mal. Ach, Treppen habe ich gerade nicht. Dann würde ich vielleicht hier mal eine Lampe hinhauen. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich dich weghaue. Da passiert gar nichts, das ist gut. Was passiert, wenn ich dich weghaue? Auch nichts, das ist auch gut. So. Also man kann diese Lavafelder auch schön zerstören. Das ist eigentlich gut zu wissen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass ich das tue, aber man kann es. Da ist wieder Kupfer. Da kann ich ums Eck. Oh. Vielleicht machen wir hier mal wieder eine Fackel hin. Und wir haben wieder keine Spitzhacke mehr. Ah. Zack. Zack. Von mir aus. Zack, zack, zack. Auch von mir aus. Oh, da war's. Genau. So. Und dann wäre hier mal interessant zu sehen. Wo wir da hinkommen. So, eigentlich sollte ich dreispurig machen, ne? Das wäre eigentlich fast viel sinnvoller. So. Hier kommt noch ein. Zack. Und hier noch ein rein. Und hier noch ein rein. So, da machen wir hier noch einen rein. Und hier sagen wir das auch. Ah, ah. Ah, so. Gut, dann haben wir hier auf jeden Fall Platz. Wo ist denn jetzt dieser Typi gespawnt? Keine Ahnung. Okay. Ach ja. So machen wir das mal und dann sagen wir dir, dir. Genau, und da machen wir das halt wirklich mal ein bisschen rabiater. Also, wie gesagt, ich will da ja ungefähr Dreier haben. Das heißt, den muss ich noch rein. Und dann muss ich da auch noch auf jeden Fall rein. So, wie wär's mit O? Ja, das kann nach hinten losgehen. Wenn ich da jetzt nicht aufpasse.
So, je nachdem, wo es da halt wie hingeht. Also ich würde auf jeden Fall gerne noch einen reingehen. Okay. Und dann wären wir ja quasi hier so und so. Genau. Und dann könnten wir hier jetzt wirklich schon mal wieder sagen, wir machen hier die Lava weg. Zack und zack. Und so, genau. Wunderbar, dann haben wir die Lava eigentlich erledigt hier an der Stelle. Das war jetzt nicht ganz so dralle, wie ich das haben wollte. Also so wollte ich es eigentlich nicht haben. Nichtsdestotrotz kann man hier natürlich weiter sagen, so. Okay. Na, schade. So. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren, damit es mich nicht in die Lava schmeißt. Ich befürchte, das würde ich nicht überleben. Das habe ich ja schon mal gemacht in irgendeiner Folge damals. Ich glaube, das war bei mir noch diese Baustelle da unten, wo ich halt diese 4x4 Lavafelder gemacht habe. Obwohl sich offiziell, ich glaube, das habe ich mir angepasst. Ich glaube, offiziell ist Lava ja nicht sich selbst verstärkend. Also Lava ist kein Endlos. Für mich schon, aber offiziell eben nicht. So. Zack, zack. Zack. Und dann haben wir die Lava hier auch gleich ausgeräubert. Haben wir nur noch die drei und die machen wir jetzt weg. Wie gesagt, wir haben ja da oben noch endlos Lava. Dann können wir dich wegmachen. Ui. Jetzt soll ich Fackeln aufstellen. Okay, dann würde ich da vielleicht auch noch eine Fackel hinpacken und vielleicht hier noch eine hin und da. So, da unten geht es theoretisch weiter, allerdings erst später. Da müsste man eigentlich hier durch können. Bevor ich das allerdings tue, würde ich hier noch ein paar Ressourcen einsacken. So. So. Keine Ahnung, warum ich da jetzt weitergehackt habe. Okay. Also wir schnappen halt einfach nur das, was oberflächlich rumfährt. Weil ich sonst ja endlos machen könnte. Okay.
Gut, das reicht schon. Alles klar. Dann würde ich hier mal weiterschauen wollen. Und den Schotter einsacken. So, ich versuche gerade nicht dem Schotter zu sehr zu folgen, weil es ziemlich schnell nach hinten losgehen kann. So. Okay, machen wir das mal so. Das sieht fast normal aus, wie ein fast normales Schotterfeld. Aber eben nur fast. So, dann würde ich hier nochmal eine Lampe hinhauen, also eine Fackel. Und dann würden wir hier nochmal die Schotterdinge abarbeiten. Wobei ich Schotter eigentlich, na gut, Schotter habe ich nicht so viel, aber eigentlich habe ich Schotter genug. So. Was war denn das jetzt? War das jetzt mein Magen oder war das jetzt ein Monster? Ich glaube, es war mein Magen. Okay, gut. Also es sieht so aus, als ob das jetzt zu Ende wäre. Wir können hier nochmal den machen und den machen, damit wir den Rest vom Schotter einsacken. Gut, dann würde ich vielleicht hier nochmal eine Kurve ziehen. Ah, hier ist ein großes Schotterfeld. Dann ziehen wir dich nochmal weg. Aber jetzt müsste es ja langsam weniger werden, oder? Genau. Okay. Oh, haben wir hier Silber oder was ist das? Sieht danach aus, hä? Aber ich hatte doch eigentlich schon mal Gold. Okay. Dann würde ich hier 2 sagen. Wunderbar. Und das sieht mir wirklich nach Silber aus. Dann nehmen wir das noch mit. Gut, und das hier war Zinn. Zinn. Okay. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir können hier übrigens mal einen Ofen irgendwo hinstellen. Zum Beispiel da. Ein Ofen. Zack, zack. So, und dann würde ich hier mal die Kohle reinhauen. So rum vielleicht. Und dann kommt da erstmal
das da drauf. So, und dann würde ich vielleicht hier mal sagen, zack und zack. Das wäre vielleicht sinnvoll, das so zu machen. Und dann hauen wir dich mal weg. Und haben die Kohle hier. Okay. Dann würde ich dich so rüberschieben. Genau, und dann dich reinschieben. Wunderbar. Und dann können wir eigentlich das vor sich hin brutzeln lassen und zum nächsten Bereich rennen. Weil hier wird es ja dann auch irgendwie weitergehen. Die Frage ist nur, wie komme ich da runter? Da nicht. Da unten sieht es auch fast leer aus. Also was halt sein kann, ist, ich kann es ja mal gucken. So, was ich hier gerne machen würde. Oh, dich nehmen wir mal mit. Was ich hier halt gerne machen würde, wäre einfach wirklich zu sagen, so, da kommt eine Treppe hin. So, wir arbeiten uns jetzt stufenweise nach oben. Das war doof. Das war doof. Okay. So rum war's, so rum war's. So rum war's. So, und dann muss es hier ja noch ein und da noch ein. So, wie gesagt, und das bedeutet eigentlich, jetzt sollte ich vielleicht hier nochmal wieder Treppen schnappen. Ja. Treppen geschnappt, das heißt eigentlich du und du. Okay. Also. Haben wir dich. Und dann würde ich eigentlich da hochgehen wollen. Ah, dann würde ich hier mal ein 3x3-Feld machen. Das heißt, wir müssen hier eigentlich rein. Und da. Und da. Und auf jeden Fall mindestens einen nach oben. So, genau, und da haben wir hier so eine Grube, die jetzt offen ist. Nicht ganz, aber fast. Wir können uns eine neue Spitzhacke holen. So, und dann würde das ja bedeuten. Ja, genau. Einen rein. Zack, zack, zack. Und hier dann wieder runter. Zack, zack. Zack, zack, zack und zack. Und hier dann auch nochmal. Dazu nehme ich dich nochmal weg. Mache ich dich nochmal weg. Und dich.